Wisst ihr, ich kann auch nicht die Fresse halten. Ja, ich habe den gerade gezeigt auf der Karte. Da ist eine Sehenswürdigkeit. Oh. Da geht irgendwie 400 Meter hoch. Ja, jetzt muss ich da auch mit hochrennen. Ich war der Einzige, der gesagt hat, nur ich will nicht. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Guten Morgen. Wir sind heute in Luxemburg. Wo? Weiß ich nicht. Wir machen irgendein Labyrinth. Wir haben 13,9 Kilometer und 250 Höhenmeter. Und wie ihr da hinten sehen könnt, wir sind nicht allein. Wir haben noch mehr Leute hier. Wir haben das ganze Wanderpack dabei. Das ganze Wanderpack ist dabei, bis auf einer. Einmal den Dominik, Autor Pfalz. Hallo. Hi, René Don Juan. Hallo. Ja? Unser Star. Hogwarts Adventures? Ja, den kennt ihr. Wer immer zuerst stirbt in den Halloween-Folgen. Oh, guck mal, er hat sich selbst vorgestellt. Bester Mann. Dich mag ich. Guck dir da oben an. Und guck dir die da oben an. Tada! Jetzt wisst ihr Bescheid, was wir hier für einen Unsinn treiben, ne? Bis gleich. Hier, seht ihr das? Da unten waren wir gerade. Sind dann einmal schön hier in der Schlucht rein. Wir sind weiter. Sind dann rechts hoch. Ja, und hier. Hi. Da oben sind wir. Ich bin fick und fertig. Ich bin voll geschwitzt und so. Es liegt. Schuld kriegt der Elia natürlich, weil er meinte ja, eine Winterpause machen zu müssen. Das ist alles seine Schuld, wisst ihr Bescheid. Ich komme! Also genormt ist das hier alles nicht. Nochmal. Der Outdoor-Pfalz, der hat jetzt gerade Lianen entdeckt, ja, Lianen. Und er wird jetzt alles geben und hier wie Tarzan von Liane zu Liane bis da nach drüben, ja, über den gefährlichen Amazonas springen, gib alles. Ich Tarzan. Ja, mach wie du willst, immer. Ich nimm's nur auf. Nein, ich hab keine Handschuhball. Okay. Ach, hier, oh. Outdoor-Adventures willst probieren, komm. Nee, doch nicht. Kleine Dornen. Ja, das tut an meinen Palmolivhänden ganz toll weh. Oh Gott. Aber hoffentlich vegan, glutenfrei, ja, tierbesuchsfrei. Sicher. Gut. Weiter mal. Okay. Thank you.
Der Ilja hat einen Hänger. Ungelogen. Der hängt. Wir müssen den resetten und so. Resetten? Ja, hier, Windows-Fehler und sowas. Der sollte jetzt eigentlich einen Vortrag halten, hier in diesem, wie nennt sich das, Kolosseum? Olosseum? Kolosseum. Kolosseum. Ja, macht er nicht. Ihm fällt nichts ein. Er sagt, da kommt nichts von innen. Ja, ich wollte ihn gegen den Bauch treten, damit da was rauskommt, aber nee, sagt er. Ja, perfekte Lage hier. Hätte er richtig schön einen raushauen können. Aber nö, er hat keine Visionen. So, leider haben wir den Abschluss verpennt. Und deswegen mal ein kurzes Feedback zu der Tour in Luxemburg. Luxemburg, gut. War richtig geil. Ja. Bis auf die Parksituation, die war nicht so gut. Nein. Luxemburg ist teuer mit Parken und es geht immer nur für 4 Stunden. Drei waren es, glaube ich. Drei oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber gut war, wir hatten da so eine Ecke und es kam auch noch kein Knöllchen. Also das hat auf jeden Fall gepasst. Das ist schon 2 Wochen her, ja. Im Anschluss sind wir noch essen gegangen. Blenden wir jetzt euch mal ein. Das war auch noch ein Abenteuer. In Bitburg waren wir in der Brauerei. War ganz nett. Ja, war schön. Das Einzige, was uns richtig verarscht hat, war Komoot. Genau, Komoot hat die Strecke mit 13,1 Kilometern, glaube ich, angegeben. Und in Wirklichkeit war es fast das Doppelte. Ja, genau. Ja, auf dem halben Weg mussten wir dann, haben wir dann festgestellt, so, da stimmt irgendwas nicht. Umgedreht, Abkürzung gesucht und dann die Strecke, die wir halt schon gelaufen sind, mussten wir nochmal zurücklaufen. Genau. Wenn ihr unsere Bewertung zu der Tour sehen wollt, dann zieht euch das Video von Froni und von Micha rein. Da ist es sehr detailliert aufgezeichnet, genau, wie wir das Ganze hier so bewerten. Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen und ein Abo. Ein Abo wäre richtig geil. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Hi, day. Tschüss. Bis gleich. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. Come on. This is forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Come on.